In London bietet ein Tattoo-Studio kostenlose Laserentfernungen an, für alle, die ein Tattoo von Kanye West tragen. Nachdem der Musiker sich wiederholt antisemitisch geäußert und offen seine Bewunderung für Hitler ausgesprochen hatte, haben sich ehemalige Fans abgewendet. Ich habe seine Musik geliebt. Ich mochte, wofür er stand, wie er sich für die bipolare Gemeinschaft einsetzte. Damals habe ich ihn vergöttert. Aber offensichtlich ändern sich die Menschen, deshalb will ich ihn vor meiner Haut haben. 100 Menschen bewarben sich für die kostenlose Laserentfernung des Kanye-Tattoos. Ein solcher Eingriff kostet sonst durchschnittlich 2.300 Euro. Mit dem Programm Second Chances wollen wir Tätowierungen von ehemaligen Gefangenen, Gangmitgliedern, Ex-Mitgliedern von Gangs und jede Art von missbräuchlicher Beziehung entfernen. Man kann sich auf unserer Website bewerben und uns einfach eine Geschichte schicken und wir wählen dann Kunden aus, deren Tattoo-Entfernung wir unterstützen. Kanye West war also nur ein weiterer Kandidat. Zwölf Lasersitzungen sind benötigt, um das Tattoo ganz loszuwerden.